Neben Silvia, die sich hier der Malerei widmet, haben wir auch noch den Henk, der hier hauptsächlich in der Fotografie, oder nicht hauptsächlich, sondern in der Fotografie, in der künstlerischen Fotografie tätig ist. Und zwar in digitaler wie in analoger Fotografie. Henk, wie sieht dein Werkeln hier in diesem Atelier aus? Gut, ich bin so in Hauptsache, ich bin ein freier Dozent, also für künstlerische Fotografie. Und ich unterrichte meistens also hier im Atelier, 2 Tage die Woche oder an künstlerische Bildungseinrichtungen. Ist es dann tatsächlich so, dass es von der Konzeption quasi über die Technik und die Ausführung und dann auch in die Realisierung geht? Sprich, entwickelt ihr auch selber die Filme hier und wenn es um digitale Sachen geht, unterrichtest oder gibst du den Leuten auch noch Hilfestellung, dann auch noch mit Bildbearbeitung, mit Genau. verschiedenen Programmen, also Also, alles, das ganze Programm? hier im Atelier wird praktisch nur digitale Fotografie gemacht und analoge Fotografie machen wir an einer Kunstschule in Pfalz, wo ich 10 Arbeitsplätze habe. Also richtig so dunkelkammermäßig, so wie die Fotografen das früher gemacht haben, mit Chemikalien und Temperaturen und richtig im Dunkelkammer große Abzüge machen. Neben deinem Unterricht machst du auch natürlich eigene Werke. Zum Beispiel, ja, hier sieht man vielleicht ein bisschen was. Und zwar ist das ein Bischofsgewand. Ja, und ich möchte eigentlich so die Bilder so fotografieren, ja, dass die was ausdrücken. Ja. Und mein Anliegen ist eigentlich auch immer zu fotografieren ohne Blitzlicht. Also bei mir wird nie mit Blitz fotografiert. Also wir versuchen immer mit dem vorhandenen Licht auszukommen. Ja, das heißt, dieser Ausdruck, kennt ihr vielleicht, dieses Available Light Fotografie, ja, damit man mit dem vorhandenen Licht auskommt. Ja, das heißt, echt spielen, ja, mit Lichtstellung. Und da ging Ja. es ja nicht darum, das Gewand Nein, darzustellen, nein, sondern nein, eben, nein. Es man soll kein. erkennt gar nicht genau, dass es ein Gewand ist. Ich musste jetzt Genau. auch vorher dreimal Ja. nachschauen Also und keine fragen. Textilfotografie für einen Katalog oder so, sondern das künstlerisch umzusetzen. Ja. Also geht es bei dir dann auch schon so wie bei der Silvia auch darum, auch die Empfindung oder so, das, was dahinter liegt, darzustellen, könnte man schon so auch sagen. Und nicht einfach, dass ihr einfach realistisch was darstellen möchtet. Ich denke, das ist schon eure künstlerische oder eure Intention dahinter. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, da haben wir auch unsere Freiheiten und da kann man schon das, also gerade in der Fotografie, ja. Sollte es schon so sein, dass der Fotograf, ja, das, was er in dem Moment, ja, empfunden hat, gesehen hat, ja, dass er das dann auf Papier bringen kann. Ja? Diese Eindrücke. Ja. Den Moment Deshalb, quasi einfängt. genau. Und deshalb ist es auch so, dass wir vom Ablauf her, von der Aufnahme bis zum Ausdruck, dass wir das alles selber machen. Ja, das heißt, es wird nichts weggegeben in irgendein Labor oder so. Wir machen das alles selber. Du hast dich spezialisiert auch auf Bühnenfotografie und überhaupt Musiker zu fotografieren. Wie kam es Genau. dazu, Henk? Also eigentlich bin ich dazu gekommen durch unsere Kinder. Ja, und zwar sind die beiden Musiker oder studieren Musik. Und das fing schon in ganz jungen Jahren an bei unseren Kindern. Die sind jetzt erwachsen und unsere Tochter studiert Jazzgesang und Klavier und unser Sohn spielt Saxophon und Klavier. Und weil die in ganz viele Bands gespielt haben und die Fotos, die ich dann immer gesehen habe, die haben mir alle nicht gefallen. Die sahen alle so künstlich aus oder gut, die waren alle gut abgebildet, aber die Atmosphäre, die wir da empfunden haben, ist nicht rübergekommen. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss man anders fotografieren können, ne? Also auch mit dem vorhandenen Licht. Und ich habe eine Zeit lang das mal versucht und das war ganz schwierig. Ja, ich musste manchmal so 200 Fotos machen und da waren nur 5 oder 10 scharf abgebildet, ja, weil zu wenig Licht da war. Das heißt, ich habe nicht gewackelt, aber die Darsteller auf der Bühne haben gewackelt, ne? Und dann die Bilder, die scharf waren, da war wieder der Ausdruck nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, da waren entweder die Augen zu oder der Mund ein bisschen schief und so. Neben den Musikerbildern machst du ja auch noch Fotoreportagen. Ja, ich mache so mehr so kulturelle Fotoreportagen und zwar auch, ich versuche dann immer auch ein bisschen anders zu fotografieren. Das heißt auch mal so, ja, nicht den normalen Weg gehen,
in alle gehen, ja, sondern das auch mal aus ganz anderen Perspektiven und Blickwinkeln, ja, festzuhalten. Henk und Silvia haben uns heute einen Einblick gegeben in ihr wunderschönes Atelier hier, wo eine sehr schöne Atmosphäre herrscht. Im Hintergrund haben wir auch noch den Tempel. Und über diesem Gebäude sind auch noch andere Künstler ansässig. Und ich finde, das merkt man einfach hier. Wenn ihr Lust habt und vielleicht auch selber mal einen Kurs im Fotografieren oder Malerei euch noch ein bisschen weiterentwickeln möchtet, könnt ihr bestimmt die beiden mal ansprechen. Ihr habt auch eine Internetpräsenz. Wie kann man euch kontaktieren? Einfach www.dasatelier.de.